Hou iets aan de klantje met. Hou iets aan me. Die hingste, die voorste, die linke, die rechte zit daar. Hou het klantje met. En zwaar schön intact. Oh, 1, 2, 3, 2. Hop, hop, hop. Goeie jetsen. Lever zelf vliegen. Der Brüder, der fliegt daheim ins Dach und der Rätti, der macht Wedele, doch gruselig gemacht. Und wo du die Geissen weit im Wald innen hast geweidet, ist du dem Bubli das Laufen verleidet. Er hockt nieder, er ist müde und seine Beine sind schwer. Da kommt von der Seite ein stattlicher Herr. Das Bubli hat gestaunet und hat ihm nicht getraut. Es hat ihn verdächtig angeschaut und geschaut, hat geblieben hocken und hat nichts zum Herrn gesagt. Da sagst du das selbst zum Bier. Was ist es für Zeit? Hat Zeit erst zum Fressen, sonst schaut dort auf die Geissen. Dann tut dir die Antwort vom Bubli, du geheissen. Der Herr wird empfindlich, es tut ihn nicht schön. Doch lässt es sich nicht anmerken, dass er es nicht macht. Er sagt du, ich habe mich heute hier im Wald verirren. Ich tue dir suchen, dass du mich führen. Gell, Bubli, du machst es, du zeigst mir den Weg. Ich weiss nicht, wo raus, so hilf mir doch zu Weg. Warum kommst du da rein? Ich habe dich nicht geheissen. Schau du für dich und ich schaue zu den Geissen. Wenn du nicht weisst, wo raus, warum kommst du da rein? So spöttelt das Bübli und lacht dabei. Du auferstehst, Bübli, weil dich dir lehren, dass du ein Ratsherr auch gar nichts ehren. Was, ein Ratsherr bist du? Hör nur so ein Rat, was ist dort in meinem Säckchen für das Oben berat?
Der Ratsherr muss trotz Ärger für sich ein bisschen lachen. Er denkt, der sollte alle Traktanten machen. Er schaut das Säckli und sagt in seiner Not, ich denke, es seien dort Birnen und Brot. Los einmal, ein Ratsherr bist du kein Ganzer. Sonst wüsstest du besser, was wäre in diesem Ratzen. Es ist keine Birne, es ist Käse und Brot drin. Ich bin ja kein Ratsherr, doch wäre mir das Sinn. Du bist ein schlimmes Bubli. Wie heisst es mit Namen? Hey, gleich wie der Rätti, doch der ist gegenwärtig klein lahme. Wo ist denn der Rätti? So sagt mir, was ist. Hey, der ist daheim. Und der heisst gleich wie ich. So sagt mir noch Bubli. Jetzt habe ich es gestört. Wo bist du daheim? So sagt mir noch Bubli, wo bist du daheim? Das Haus, wo wir drin sind, steht mitten in den Bäumen. Wo findet man die Hoste? So sagt mir, was ist. Hat es rings ums Haus rum, du gehst, was du bist. Gott nachher. Du hast gute IV. Für das muss ich dich loben. Aber in den Manieren, da bist du der ganze Grobe. Ich bin der Wärli daheim der Reinste. Der Brütz ist viel der Gröber, wenn du schon nicht meinst. Der Ratsherr denkt, auf diese Art kann ich nichts ausrichten. Ich muss hier anders mit dem Geissbub berichten. Er nimmt ein paar Patze, glaube ich, gerade drei, und sagt, du, Sebub, nimm die und jetzt führ mich doch heim. Dem Bub haben gefallen, die funkelnden Batzen. Und so tut er mit dem Ratsherr zum Wald rauskratzeln. Und bald sind sie wieder auf heimischer Strasse. Und da wirst du dem Ratsherr auch wieder Bass. Er sagt, du, los Bub, die Grobheiten will ich wieder vergessen. Am Sonntagmittag kommst du zu mir heim und essen. Mein Haus steht beim Brunnen, gerade mitten in der Stadt. Meine Frau tut den Küchle, komm, isst dich den satt. Ich danke, doch sagt man, bei Herren und Damen kommt man nicht gut an, wenn man nichts hat zu kramen. Ich könnte nichts bringen, darum warte ich dann nicht und gehe jetzt heim im Ratsherrenschnitt. Schnee.
ist am 1. September Vrenen hell und klar. Fahrt Tannerös mit dem Velo noch wunderbar. Wir sind Wetterschmöckchen vom Murtatal und machen unseren Wetter schlau. Wow.
nächstes Jahr. Im Juli zu uns ins Montantau. Was hast du denn, Födeli? Immer am Eisenhaufen baden? Oder möchtest du lieber auf einer Wanderung, wo dir gehöre, geht in die Baden? Übernachten tun wir dann im Gästehäuschen auf der Husky Farm. Und wenn wir dann alle schnarchen, haben wir dann sicher ganz schön warm. Wir sind die Wetterschmöcken vom Wotatal und machen uns über das Wetter schlau. Senden, vor 60 Jahren war dann passiert ist und so. Ja. Nachher ist mir noch gesehen, sind wir die Gadi, die drei Buben gesehen haben, die haben auch geschaut, wegen zurücksenden. Wie weit das sie so mögen zurücksenden. Und der erste hat gesagt, er möchte sich senden, wo er das erste Mal hätte können Mama sagen. Und der zweite hat gesagt, er möchte sich eine Geburt senden, wo dort die Hebamme gefustet hat. Und der dritte hat gesagt, er möchte sich sinnen, wo Vater und Mutter über das Wochenende ins Oberland seien. Gegangen seien mit dem Vater und heimkommen mit der Mutter. Jetzt sage ich noch einen, dann habe ich still. Der Mann ist nachts erwacht. Aha. Er konnte nicht gerade einschlafen. Da ist hier alles gegeben durch den Ring. Und plötzlich ist er auf andere Gedanken gekommen. Ui. Dann hat er angefangen, hat eine Frau um den Arsch. In der Hoffnung, sie erwacht sich etwa. Gehen wir weiter die Nase, dann war sie einfach so halb wach. Und als du dir endlich gemerkt hast, was da gespielt werden soll, hat sie du gesagt, aber Schatz, für das hast du mich doch nicht gebraucht, zu wecken. Du weißt doch einfach, wo es ist.